Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode Resident Evil 7. Wir haben mittlerweile freundlicherweise von Lukas den Schlangenschlüssel erhalten und das heißt, wir müssen jetzt die zwei Codekarten finden, womit wir in seine Bude rein können. Ich weiß gar nicht, ob ich die von hier aus sehe, ich glaube nicht. Aber jetzt stehen wir schon wieder vor dem nächsten Rätsel, denn ich muss herausfinden, wie spät es ist, damit ich hier die richtige Zeit anscheinend einstellen kann, so wie mir diese Notiz hier sagt. Das heißt aber, wir müssen wieder raus in die Haupthalle, wo zwei fiese Monster auf mich warten. Aber ich weiß, dass da unten eine Uhr steht, wo ich mal einfach die Zeit nachgucken kann. So, wo sind denn die beiden jetzt? Hallo? Freunde? Freunde der Sonne? Jetzt sag mal, wo sind denn die beiden hin? Sind die weg? Nein, sind sie nicht. Es ist 21:45. Oh! Ach ja, leck mich. Ja, leck mich. Ja, hast du mich einmal gebissen? Findest du ganz toll, hä? Ich hoffe, ich schmecke so richtig scheiße. Komm, rein da wieder. Und Tür zu. Mann, Mann, Mann. Und bin schon wieder gelb. Läuft ja alles geil. Läuft alles so richtig geil hier. So, 21:45. Falsche Richtung. Aha. Okay, jetzt ist also hier offen. Warum man auch immer eine Vorrichtung dieser Art in einem Haus braucht, ich weiß es nicht. Auch egal. Okay, wir müssen da wohl runter. Ach nee, geht auch nicht wieder zu. Och, so eine Scheiße. Und wieso juckt mich meine Nase die ganze Zeit? Kommen wir jetzt überhaupt hin? Keine Ahnung. Okay. What the fuck? Toll, ein Schrank, in dem nichts drin ist. Ja, wunderbar, ey. Will mich das Spiel verarschen irgendwie momentan? Verbesserte Pistolenmunition? Ja, immerhin mal etwas. Hm. Oh, die rote Zugangskarte. Und ich müsste auch mal wieder... Boah, ich muss mal echt mein Inventar wieder ein bisschen aufräumen. Das macht so keinen Spaß mehr. Okay, jetzt haben wir also mal eine Zugangskarte. Fehlt nur noch die blaue. Sonst gibt's ja nichts mehr. Ist ja scheiße. Ne? Ach, ich muss erst entriegeln. Moment mal, ist das... Ah! Das ist diese, jene Tür hier. Okay. Hier steht doch sicherlich ein Monster auf der anderen Seite. Okay, doch nicht. Dann laufe ich hier mal einfach durch und gehe wieder hoch zum Safe Room. Hier sollte ja theoretisch keiner mehr stehen. Natürlich steht hier einer. Geh mir aus dem fucking Weg, ey. Wieso ist hier die Tür zu? Es beißt er mich in den Arsch. Boah, ey. Ja, bitte neu starten, neu laden, was auch immer, ey. Die Mistviecher nerven. Und ich habe keinen Bock, die alle mit der Pistole wegzuballern. Ich könnte natürlich mal den Flammenwerfer ausprobieren, das wäre eine Möglichkeit. So, wo spawne ich denn jetzt? Okay, die Codekarte habe ich. Ich weiß aber nicht, ob der gegen die so viel bringt. Und ich glaube auch, ich sollte mich heilen. Okay, dann mein letztes normales Heilungsmittel weg. Toll. Ganz toll. Fuckers, ey. Achso, ich muss ja noch entriegeln. Ups. Sehen, funktioniert das eigentlich besser, wenn ich den Weg gehe? Spawnt hier mal vielleicht nix? Das wäre ja schön. Ja, natürlich kommt der Fucker hier entlang. Komm schon.
Oh, scheiße, Junge. Jungens, 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 das ist doch nicht schön hier. Okay, vielleicht habe ich es jetzt von dieser Seite hier weggelockt. Ha, 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 ha. Ihr Vollidioten. Okay, aber man merke sich, Flammenwerfer ist gegen die Typen irgendwie nicht so geil, hä? Ah, toll. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen. Schatzfoto kann ich derweil wegmachen. Die hier lasse ich mal drin. Die hier kann ich wegmachen. Die behalte ich auch. Schlangenschlüssel brauche ich noch. Dietrich behalten wir auch. Codekarte brauche ich momentan auch nicht. Ich brauche sowieso noch die zweite. Also egal. Kann ich mir später wiederholen. Sonst noch irgendwas? Nicht so wirklich. Okay. Wobei, hier haben wir auch Dietrich. Merke ich jetzt, der ist gerade. Komm, Flintenmunition. Flintenmunition. Och, es ist Pistolmunition. Boah, ey. Wie viel fucking Pistolmunition ich schon habe. Mann, ey. Ich will doch nur Munition für meine Schrotflinte. Mein Gott. Gibt's in den Spielen nicht irgendwie Cheats, mit denen ich mir unendlich Munition holen kann? Das wäre natürlich nett. Dann würde ich mich hier durchballern bis zum geht nicht mehr. So, okay, wir müssen wieder ins obere Stockwerk jetzt, oder? Ja, rüber zum Kinderzimmer. Geil! Geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß. Heißt also auch, ich muss wieder unten durch die Haupthalle durch. Ja, geil. Hallo? Okay, hier ist noch immer keiner gespawnt. Sehr schön. Oh, la, 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 la. Spawnt hier diesmal gar keiner. Oh, natürlich spawnen die hier. So, na, dann kommt mal runter, Freunde. Ja, hier, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Voll Spasten. Ach, was ist denn hier wieder passiert? Wieso ist hier alles so bläh? Ist mir auch egal, ich will nur hier fucking durch. Komm, wieso macht er immer die Türen so langsam auf? Mach den Scheiß zu. Okay. Kinderzimmer sind wir jetzt, oder? Ja, Kinderzimmer. Alles klar. Ein Klavier. Gleich mal spielen. Es ist kaputt. Na, scheiße. Ein bisschen Kraut. Gabeln und Löffel brauche ich nicht. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich ihn von oben klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Safttropf von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit habe, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Was? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mir hier noch irgendein Teil zu der Geschichte fehlt. Oh, Schrotflintenmunition. Dankeschön. Okay. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mir eine komische Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami im Spielzeugladen ein Puzzle gekauft. Mit 259 Teilen. Heilige Scheiße, ey. Moepa, da ging ja noch weiter. April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Nochmal April. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Habe sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Okay, ich glaube, das war hier irgendwie das Vorangegangene von dem Zettel da drüben. Also, okay, Lukas hat irgendein anderes kleines Kind auf den Dachboden gesperrt, wo ich da überhaupt hin kann. Und das ist da oben dann verhungert, oder was ist los? Was ist denn das? Kann man nicht lesen. Sieht aus wie ein Baseball, ist glaube ich auch ein Baseball, also ein Baseballschläger. Sonderpreis Amateur-Robotermeisterschaft 1998.
Zweiter Platz, dritter Junioren-Erfinderwettbewerb. Oh, da ist noch eine. Und der dritte Platz beim zweiten Junioren-Erfinderwettbewerb. Also wenn er dann der Logik nach beim vierten Junioren-Erfinderwettbewerb mitgemacht hätte, dann hätte er den ersten Platz gehabt. Aber nee, stattdessen dachte er sich, hey, ein Leben mit Menschen entführen und foltern ist ja sowas von viel geiler. Du Vollhonk. Noch mehr Pistolenmunition. Ja, geil, darauf freue ich mich immer so dermaßen. Ein Ball. Der ist rund. Sowas aber auch. Hallo Krokodil. Oh. Komischer Schalter. Irgendwie. Warum auch immer. Okay, hat er das irgendwie über Bluetooth gemacht oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. So, ich will jetzt nur mal... Ja, stimmt, hier war das Besteck. Habe ich hier sonst noch irgendwas, das ich finden kann? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Vielleicht unter Bett? Nee. Oh, da sind noch toll Pillen. Ja, danke. Genau das, was ich fucking brauche. Hier geht sonst auch nichts mehr, oder? Nee, alles zu. Hier ist nur die Notiz. Na gut. Dann nach oben. Hallo? Happy Birthday! Eine neue Videokassette. Spielzeugaxt und Flintenattrappe. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor & Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Okay, was zur Hölle ist das für eine Firma, die sowas sogar in Auftrag nimmt? Okay, kann ich mir sogar mitnehmen. Die kann ich mir auch mitnehmen. Was soll ich denn damit? Ach, jetzt ist auch mein Inventar voll. Ach Gott, okay. Gucken wir halt noch, was wir hier finden. Oh, hier ist wieder Schatten, Dingse, Bumsi. Da ist nichts drin. Ach, hier wäre noch eine Chemikalie. Ich kann es aber nicht mehr mitnehmen. Ach. Hier, die 5 Schuss Pistolenmunition, weg damit. Pillen, brauche ich nicht, weg damit. Ja. Dann kann ich mir das hier mal mitnehmen. Ich meine, mit den Pillen kann man ja eigentlich nur das Psychotonikum herstellen, oder? Ich glaub schon. Na gut, jetzt müssen wir mal das hier erledigen. Judgment. Okay, ich muss mich hier irgendwie, glaube ich, an der Axt orientieren. Das sieht doch mal nach einer Axt aus, aber irgendwie ist der verkehrt. Nee, hä? Irgendwas mache ich hier gerade falsch. Oder bin ich eher so herum, richtig? Nee, ich drehe doch in die falsche Richtung. Was tue ich denn? Nee, das wäre so schon halbwegs richtig, aber irgendwie ist es spiegelverkehrt. So ist doch schon irgendwie besser. Ach komm, jetzt dreh dich doch nicht immer so langsam weiter. Ah, passt schon. Passt schon. So ungefähr. Mehr braucht's auch nicht. Und da ist die blaue Codekarte. Ja, Hallöchen. Na, dann her damit. Zugangskarte blau. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Und mit einem Axtmörder im Hintergrund. Dieses Detail verschweigt ihr irgendwie. Aber gut.
Okidoki, so, ich habe hier jetzt. Inventar ist voll, kann ich sowieso nichts mehr mitnehmen. Ach ja, stimmt, das war ja was mit dem Renovierungsblabla. Oh, Hallöchen. Wen haben wir denn da Feines? Nein, nicht runterklettern. Ah. Ach, ich glaube, irgendwie den erwische ich so nicht, oder? Ach Gott. Na gut. Wozu habe ich denn so viel Pistolenmunition, wenn ich sie nicht benutze? Nicht benutze. So. Okay, also wir haben die Codekarten. Jetzt beide. Heißt also, wir können aus der Bude wieder verschwinden. Eigentlich. Aber ich muss natürlich wieder durch die Haupthalle, was natürlich wieder wahnsinnig spaßig wird mit den beiden Motherfuckern da drin. Kann ich nicht einfach hier runterspringen vom Balkon? Das wäre so viel besser. Moment mal, jetzt will ich mal was probieren. Ah, sie tragen zu viele Objekte. Na gut, dann muss ich da nochmal ein anderes Mal zurück. Jetzt haltet hier das Telefon. Ich will hier nicht aufgeschlitzt werden. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ich weiß schon ganz genau, wo die Party ist. Ist ja kaum zum Übersehen. Da hinten, wo es so schön... Ach, nö, wo kommt denn der her? Wieso ist der hier draußen? Schleich dich. Der lebt noch. Die alte Schlammsau. So, jetzt ist er aber tot. Stimmt's? Stimmt. Na, bap, 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 bap. Ach, zu spät geblockt. So. Mieser, kleiner Ficker, du. Mann, Mann, Mann. Okay, ich muss jetzt mal kurz hier mal kombinieren. Geschickt kombiniert, Watson. So, jetzt werde ich hier mal... Ah, das Videoband könnte ich mir ja auch angucken, stimmt. Ich muss jetzt da mal aufräumen, denn ich will jetzt noch eine Sache schnell erledigen. Nämlich... Wobei, eigentlich das kann ich mir momentan noch mal drin lassen. Ich will mir nur schnell mal die Flinte von drin holen, falls das funktioniert. So. Sind hier noch mehr von den Krabbelfiechern? Ich sehe zumindest mal niemanden. So, und bitte lass die beiden Penner hier drin jetzt nicht respawnen. Nee, gut. Okay, dann geht die her. Dann kann ich hier ja die reinpacken. Und dann habe ich eine schöne defekte Flinte. Aber die Pistole, die ich hier habe, war ja vorher auch defekt. Vielleicht finde ich noch irgendwo irgend so einen Reparatursatz, womit ich was anfangen kann. Und dann habe ich eine schöne neue Flinte. Und das wäre doch ganz nett. Aber momentan kann ich die wieder wegpacken. So, Schlangenschlüssel brauche ich jetzt momentan auch nicht mehr. So, okay, Moment mal. Ach ja, stimmt, hier hatten wir ja einen Fernseher. Dann kann ich hier ja mal schnell das Tape reinpacken. Namens Happy Birthday. Na, 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 Happy Birthday. Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? Juni 2. 2017. Clancy Chavis.
Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das fertigzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Ganz sicherlich. Wird sicherlich wahnsinnig witzig werden. Okay, ein schöner Clown. Wunderbar. Ganz geile Scheiße hier. Natürlich kann ich nicht raus. Hätte mich auch gewundert. Eine Kerze. Na, wie geht's, Buddy? Was machst du hier? Bist du ganz alleine hier? Ja, ich auch. Sowas aber. Waschbecken. Toilette, die wohl ein paar Abflussprobleme hat, so wie es aussieht. Ein Kuchen. Sind wir jetzt bei Portal oder was ist los? Okay, strömt da Gas aus. Da ist es natürlich nicht so wirklich clever, wenn ich hier mit der offenen Flamme herumlaufe. Hier sehe ich momentan überhaupt nichts. Meine Güte. Hier ist ein Strick. Kann ich den nicht wegbrennen? Na gut. Was gibt's denn hier noch? Und da ist es aus. Okay, brennende Kerze auf die Torte. Ist natürlich mal ein Problem, wenn hier dieses bescheuerte Wasser rauskommt. Das ist natürlich irgendwie mit Bewegungssensoren gemacht. Auch schön. Und ich schätze mal grob, dass ich hier irgendeine Art Kurbel brauche, um den Scheiß zu deaktivieren. Okay. Ah, okay, hier bekomme ich wieder Feuer. Auch schön. Gut, okay. Oh, jetzt laufen hier auch die Monitore. Gut, okay. Puh. Ich würde einfach mal sagen, das Rätsel lösen wir einfach in der nächsten Episode von Resident Evil 7. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.